Dieses Denkmal hier erzählt eine Geschichte von Ansgar, vom heiligen Ansgar, der von hier aus, von Heiterburg aus, in den Norden gezogen ist, um Menschen von Jesus zu erzählen. Eine Geschichte vom guten Anfang. Geschichten vom guten Anfang sind ja wichtig. Nicht nur für Kinder, die zum 27. Mal hören wollen, wie es damals war, als sie geboren wurden, als sie getauft wurden. Geschichten vom guten Anfang, Paare leben davon. Weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben, wie es damals war? Wie aufregend? Geschichten vom guten Anfang erzählen, wie Menschen geworden sind, was sie zusammengeführt hat, was sie vielleicht auch heute noch zusammenhält. Geschichten vom guten Anfang gibt es auch für Völker und Nationen. Hier am Danewerk haben zum Beispiel jahrhundertelang Mythen und Legenden eine Rolle gespielt von der Größe Dänemarks. Und oft haben solche Gründungserzählungen vom guten Anfang mit Befreiung zu tun. Das Volk Israel, laut Bibel, war da Mose, der das Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Die Schweiz hatte ihren Rütli-Schwur und Wilhelm Tell. Frankreich hat eine Menge Revolutionen, auf die man sich immer wieder bezieht. Und Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und die USA haben die Pilgerväter und Pilgermütter und den American Way of Life, den American Dream. Jeder kann werden, was er werden möchte, in aller Freiheit. Aber das hat schon eine Menge von, wann wird es mal wieder, wie es nie war. Und es ist ja die große Frage, was haben denn diese Völker und Nationen daraus gemacht? Was hält denn heute zusammen und hilft das zum Leben? Und es läuft sicher etwas schief, wenn daraus nur so etwas wird wie Chauvinismus oder Unfriede, weil man meint, wir sind vielleicht besser als andere. Denn mir ist an mir. Sowas ist aber auch schon gut biblisch. Also nicht gut, aber biblisch. Als ich ein Jahr in Rumänien war, da haben manche dort zu mir gesagt, in diesem Vielvölkerstaat, besonders in Siebenbürgen, uns ist eigentlich egal, wer uns regiert. Ob nun Österreicher oder Ungarn oder Rumänen. Hauptsache, sie machen es gut. Das fand ich sehr sympathisch. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin gerne Patriot. Wobei ich mich wirklich schwer damit tue, Deutschland fahren zu schwenken. Auch bei der Fußball-EM. Das hat nicht nur sportliche Gründe. Nein, ich will einfach nichts mit Nationalisten zu tun haben. Und mit Deutschland, Deutschland über alles. Als Patriot überhöhe ich nichts. Und als Patriot kann ich sogar verschiedene Fahnen schwenken. Weil ich will, dass das Gemeinsame, das Gemeinwohl funktioniert. Dass Menschen gut leben können, da wo ich bin, da wo ich vielleicht hingehöre. Das kann Hadebü sein, Schleswig-Holstein. Die Fahne tatsächlich schwenke ich dann doch manchmal sehr gerne. Oder Deutschland. Oder Europa. Und prinzipiell ja sogar ohne Grenzen. Ich glaube, ich bin am ehesten so etwas wie ein Verfassungspatriot. Also meine Herkunft ist mir ja nicht egal. Ich bin sehr gerne Norddeutscher, ich bin sehr gerne gebürtiger Lübecker. Aber das ist mir doch wesentlich weniger wichtig als die Werte, für die ich lebe. Oder die Gottes- und Nächstenliebe, von der ich lebe. Ich glaube, ich bin Verfassungspatriot, was das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland angeht. Seinen Geist möchte ich verinnerlichen und dafür einstehen. Das finden manche ziemlich uncool. Da gibt es keine Hymne, keine Fahnen, keine Flaggen. Ich finde das überhaupt nicht uncool. Ich finde das wichtig. Und als Christenmensch bin ich ja irgendwie zugleich Verfassungspatriot, was das Grundgesetz für das Reich Gottes angeht. Das hat ja was mit Gottes und mit Nächstenliebe zu tun. Und auch seinen Geist will ich verinnerlichen, den man ja nicht nur zu Pfingsten den Heiligen nennt, denn der hilft zum Leben, der hilft für das Gemeinwohl, der hilft auch zum Trost. Diesen Geist will ich verinnerlichen und auch dafür einstehen, so gut es geht. Und nicht aufhören, die Geschichten vom guten Anfang zu erzählen. Weißt du noch, damals? Das mit Jesus?